Also wir kannten uns eigentlich schon vor der YouTube-Zeit. Dann bekomme ich einen Anruf und Philipp sagt mir einfach, dass seine Schwester abgestürzt ist. Also er hat sich natürlich gefragt, wenn es einen Gott gibt, warum er sowas zulässt. In dem Moment war ich halt die Person, wo er das alles irgendwie rauslassen konnte, weil meine Situation war auch nicht leicht. Es war wirklich so schlimm, dass irgendwie alles zusammengebrochen ist. Herzlich willkommen auf dem Lifeline-Kanal. Philipp Mickenbecker ist dafür bekannt, dass er so ein strahlendes Lächeln trotz seiner ganzen Krebserkrankung und schweren Zeit, die er durchgemacht hat, hatte. Und er selbst hat gesagt, dass er es durch den Glauben bekommen hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hat er diesen Glauben bekommen? Und er selbst sagt, dass da sogar eine Person dran beteiligt war. Was ich spannend finde, ihr seid zum Glauben gekommen, ganz stark auch durch eine Person, ne, die dich auch ganz stark begleitet hat und dir immer wieder Mut gemacht hat, Jesus kennenzulernen. Und ich weiß nicht, ich wüsste es gerne, wie viele Follower diese Person auf YouTube hat, aber ich weiß nicht mal, ob sie überhaupt einen Channel hat. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Und Hallo alle, ja. sie ist sogar da, Hammer, Ja. cool. Ja, und genau diese Person sitzt neben mir. Julia, schön, dass du da bist. Danke. Wenn ich die Frage gleich aufgreifen darf, wie viele Follower hast du bei Social Media? Ja, also in Instagram vielleicht 800, wenn es hochkommt, aber das auch nur durch die Real-Life-Guys. Also jetzt nicht so in die Millionen größer. Nein, das ist mir auch gar nicht wichtig. Also Philipp hat ja dieses Buch geschrieben, meine Real-Life-Story. Und darin beschreibt er, wie er auch zum Glauben gekommen ist. Allerdings heißt die Person dort Anna und nicht Olja. Wie kommt es, dass er Anna verwendet hat als Namen? Ja, ich kann mir vorstellen, dass er es deswegen gemacht hat, weil ich das nicht so mag, im Mittelpunkt zu stehen. Muss man dazu sagen, auch dass wir jetzt dieses Interview führen, war nicht von deiner Initiative, sondern dein Mann, der hat dich dazu bewegt. Ja, genau. Also das, was mich natürlich interessiert, ist, was für eine Person ist das, die einen Philipp Mickenbecker so unglaublich prägt? Woher kanntet ihr euch? Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich glaube, wir waren so beide in der dritten, zweiten Klasse und da kannten wir uns über die Heimschule. Ich weiß nicht, ob jemand das weiß, aber Mickenbeckers waren ja in dieser Heimschule und unsere Familie auch und dadurch kannten wir uns. Wart ihr nicht? Ich glaube, es gab irgendwie so 7 Familien in Deutschland, die das mit der Heimschule durchgezogen haben und ihr wart eine von diesen anderen 7 Familien, die dann fast ins Gefängnis gegangen Ja, wären, weil das in genau. Deutschland verboten ist. Ja, das war schon eine ziemlich krasse Zeit, ja. Also wir kannten uns eigentlich schon vor der YouTube-Zeit. Deswegen ist er für mich auch, so blöd es klingt, jetzt kein Star oder so, sondern einfach ein Freund oder jemand, den ich, ein Bekannter, den ich halt schon länger kenne. Wie würdest du sie damals beschreiben, also als du sie von da kanntest? Ja, genau, beide, die sind ja Zwillinge, beide waren in meiner Schwester ihrer Klasse. Sie waren sehr schlau schon immer, also sie haben immer sehr gute Noten geschrieben. Ich würde sagen, unauffällig, aber dann doch auffallend mit dem, was sie gemacht haben, weil sie es in der Schule auch nicht lassen konnten, Experimente zu machen und irgendwelche Sachen, die verboten waren, hat der Klasse ziemlich sicher Spaß gemacht, aber da sind sie schon aufgefallen, sage ich mal. Wie hat sich denn eure Freundschaft aufgebaut oder entwickelt? Ja, bei seiner zweiten Diagnose, da hatte mir meine Schwester erzählt davon und da fand ich das schon richtig krass und wo ich dann auch so gespürt habe, ich muss ihn einfach anschreiben, einfach gerade dadurch, dass ich in der Onkologie schon mal gearbeitet habe und ihn da auch schon mal gesehen habe, sogar zufällig. Und dann habe ich ihn tatsächlich dann auch angeschrieben und wollte ihn einfach fragen, wie es ihm so geht. Ich dachte, vielleicht kann ich ihm helfen in irgendeiner Weise, dadurch, dass ich halt auch schon Krebspatienten mitgekriegt habe. Also wir haben tatsächlich bisschen geschrieben und dann haben wir uns schon ein, zwei Tage später haben wir uns dann in Person getroffen. Bist du ins Krankenhaus? Nee, in der Zeit war er, glaube ich, noch gar nicht im Krankenhaus. Ich glaube, das war diese Zeit, wo er gerade die Diagnose bekommen hatte, aber dann kam er nach Heidelberg, dann sind wir ins Café und dann haben wir uns im Café getroffen. Du hast ihm angeboten, ihm ein bisschen zu helfen, wegen deinem Hintergrund. Du kennst ja dich mit krebskranken Kindern aus. Und dann ging es aber sehr schnell gar nicht um Krebs, sondern es ging um irgendwie Glaubensgespräche, weil Philipp sehr viele Fragen hatte. Ja, der Glaube war schon so die Sache, wo wir uns auch immer wieder ausgetauscht haben und wo einfach richtig schön war, zusammen mit ihm. Weißt du, ob er noch mit anderen Leuten viel über diese Sachen geredet hat oder hat er sich das schon viel eigentlich an dich gewandt? Also anfangs glaube ich tatsächlich nur an mich, weil er nämlich immer dachte, dass alle anderen Christen irgendwie komisch sind und irgendwie hatte er, glaube ich, mit denen nicht so diesen Draht oder irgendwas Gemeinsames. Das war auch voll witzig, weil er zu mir meinte, ja, du bist ja ganz normal. Also es war für ihn irgendwie so ein Wunder, dass Christen auch normal sein können. Was waren so die Fragen, die er hatte? Also er hat sich natürlich gefragt, wenn es einen Gott gibt, warum er sowas zulässt.
Und vor allem, warum er schon wieder, weil das ja dann das zweite Mal war. Gerade weil er auch erzählt hatte, dass bei der ersten Diagnose, dass er da Gott näher gekommen war und ihn wohl irgendwie auch gespürt hatte. Jetzt hat er nicht verstanden, warum er nicht ganz geheilt werden kann, warum er jetzt das wieder durchmachen muss. Weißt du noch, was du ihm damals gesagt hast? Er hatte schon viele Fragen und ich habe sie ihm auch immer versucht zu beantworten. Aber ich war dann auch so ehrlich und habe auch gesagt, dass ich vieles auch einfach nicht erklären kann. Aber dass ich zum Beispiel in meiner Situation, und meine Situation war auch nicht leicht, dass ich dann trotzdem daran festgehalten habe und dass es sich im Endeffekt für mich gelohnt hatte. Ja, dass Gott dann einfach mit einem durchgeht und das dann auch einfach viel leichter macht, die ganze Situation. Ist das so privat oder magst du uns erzählen, was du für eine schwierige Situation durchgemacht hast? Ja, mit 19 rum, da ist meine Welt gefühlt zusammengebrochen tatsächlich, weil mein Papa damals fremdgegangen ist. Vielleicht ist das auch wichtig zu erwähnen, wir sind 10 Kinder, also ich bin die älteste von 10. Und ja, das war dann schon sehr, sehr schwer, damit umzugehen und irgendwie auch ohne Vater aufzuwachsen oder zumindest mit so einem Vater, der mal da war, mal nicht, der Aggressionen auch hatte und wir einfach alle drunter gelitten haben. Ja, meine Mama auch immer weinen gesehen haben und ich hatte auch Depressionen und wollte auch gar nicht mehr leben. Und das hat sich einfach über Jahre gezogen und hat halt damit geendet, dass ich quasi nach Amerika geflohen bin, weil ich das einfach nicht mehr aushalten konnte. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, es hat ja schon seinen Sinn dadurch, dass ich Philipp damit weiterhelfen konnte, weil er halt meinte, dass ich quasi so ein Vorbild war für ihn, dass wenn ich durch solche harten Zeiten an Gott festgehalten habe, dass da ja was sein muss, was echt ist, was da ist, was einen durchträgt irgendwie. Das haben ja ganz viele Menschen bewundert, wie viel Kraft er aus dem Glauben gezogen hat. Und obwohl es ihm eigentlich schlecht ging, ging es ihm irgendwie doch unglaublich gut. Erinnerst du dich Momente, bei denen das bei dir ähnlich war? Ja, auf jeden Fall. Ich bin oft in die Natur gegangen und dann habe ich Gott einfach alles gesagt, so was mich belastet hat. So. Und irgendwie habe ich ihn dadurch die Zeit wie so ein Vater erlebt. Also, und ich hatte ja dann keinen guten Vater hier auf der Erde, aber das, was ich dann so in Gott gefunden habe, das kann man einfach nicht beschreiben. Wow. Das, und das hat dann Philipp ja auch irgendwie entdeckt. Jetzt frage ich mich natürlich, man kann ja jemandem von sowas erzählen, dass man selber sowas erlebt, aber hast du irgendwie einen Tipp, wie Leute sowas auch selber erleben können, gerade wenn man durch schwere Zeiten durchgeht? Ja, natürlich. Also ich glaube, dass Gott immer da ist, also dass Gott immer einen hört. Also man muss jetzt nicht irgendwie ein frommes Gebet sagen oder so. Also du kannst, also ich habe mich mit ihm einfach so unterhalten wie mit einem Freund. Und das war dann halt auch der Unterschied von vorhin, weil vorher habe ich immer gedacht, ich muss irgendwas machen, damit Gott mit mir zufrieden ist. Ich wusste auch, dass Gott einfach nur eine Beziehung mit mir haben will und dass er gerade das möchte, dass ich zu ihm komme und ihm einfach alles sage und das, was ich dann zurückbekomme, das ist einfach so ein tiefer Frieden und einfach so. Also das ist dann für mich, also bis jetzt ist Gott sozusagen mein Vaterersatz. Also Gott ist immer ein guter Gott und so habe ich ihn erlebt und deswegen kann ich das auch so weitergeben. Ich meine, Philipp hatte schon tolle Eltern, auch wenn die auch einige Fehler gemacht haben und hat er dann trotzdem sich drauf eingelassen, dadurch inspiriert, so ein bisschen diese Beziehung zu suchen. Ich glaube, Philipp brauchte irgendwas, wo er dann auch Gott erlebt. Es ist schön zu hören von der Geschichte von jemandem, aber man muss es selber erleben. Und ich glaube, sobald man sich öffnet und dann ganz ehrlich fragt, ja Gott, wo bist du? Hilf mir, also ich in irgendeiner Art und Weise und dann auch daran glaubt, dann wird sich Gott einem zeigen, weil Gott liebt uns und Gott möchte, dass wir zu ihm kommen. Und wenn wir einfach offen sind dafür und vielleicht auch einfach stille werden und vielleicht auch einfach in die Natur gehen. Es gibt verschiedene Wege, aber dass man das dann auf jeden Fall merkt. Hast du das Philipp damals auch so gesagt? Ja, das ist eine gute Frage, weil tatsächlich wir damals im Café saßen. Da gab es eine Geschichte, die mich auch irgendwie fasziniert hat, wo ich gedacht habe, das ist voll der gute Vergleich. Und da ist so eine Geschichte über zwei Zwillinge im Bauch einer Mutter. Diese Geschichte fand Philipp sogar so krass, dass er sie auch in seinem Buch nochmal wieder mit aufgenommen hat. Und vielleicht ist es sogar cool, wenn wir einfach mal die Stelle, wo er das vorliest, hier einblenden. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drin wachsen wir und werden für das vorbereitet, was draußen kommen wird, antwortet der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagt der erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben.
Wie sollte das denn bitteschön aussehen? So ganz genau weiß ich das auch nicht, aber es wird sicher viel heller sein als hier und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen, was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur doch viel zu kurz. Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punkt. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo ist sie bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch, von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie auch nicht. Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Henry J. M. Newman. Das heißt, diese Geschichte hat Philipp dafür geöffnet, dass da vielleicht eine Mutter sein könnte, also dass es dann einen Gott gibt. Und er hat auch die Geschichten von dir mitgehört, also was für Erfahrungen du mit ihm gemacht hast. Weißt du noch, als er dir das erste Mal davon erzählt hat, dass auch er eine Erfahrung mit Gott gemacht hat? Das werde ich nie vergessen, weil das war nämlich dieser Tag, an dem er sich dann auch entschieden hat für Gott. Das war einfach so schön für mich auch einfach zu sehen, weil ich ja selber diese Erfahrungen gemacht habe und er mir dann einfach so fasziniert davon erzählt hat, dass er das auch gemacht hat. Wo war der dann? Ich war da tatsächlich nicht dabei, aber er hat mich angerufen, glaube ich, oder eine Voicemail aufgenommen und hat mir einfach davon erzählt, dass er da gerade im Krankenhaus war und dann einen Spaziergang gemacht hatte. Genau, sich dann einfach auf eine Bank gelegt hatte und in den letzten Tagen hat ihn halt einfach dieses beschäftigt, so gibt es einen Gott und wenn, dann ist es ja der Gott, der es auch damals war und dann kann er heutzutage ja auch noch Wunder machen und so weiter. Das hat er mir ja auch immer gesagt, so wenn Gott derselbe Gott ist, wie er damals war, dann kann er das ja für mich machen. Und dann lag er da auf dieser Bank und hat in den Himmel geschaut und hat dann auf einmal diese Kirche vor sich gesehen, wo dann einfach dieser Bibelvers stand. Und da stand dann Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und es war dann für ihn einfach so ein krasses Zeichen. Das verstehe ich auch voll. Also weil er gerade mit dieser Frage sich hingelegt hat und dann auf einmal gefühlt Gott zu ihm spricht vom Himmel. Das ist einfach so dieses Gott-Erleben, was ich auch meine und wo er dann halt auch so viel erzählt hat und wir auch zusammen einfach so viel erlebt haben, wo wir einfach wissen, das können keine Zufälle sein. Das, ja. Philipp hat diese Geschichte auch nochmal aufgenommen. Wir haben die hier auf dem Lifeline-Kanal gepostet, die verlinken wir euch. Und da hat er dich angerufen oder dir eine Voicemail geschickt? Ja, er hat mir eine Voicemail geschickt und den Tag werde ich bis heute nicht vergessen, weil das einfach Gänsehaut ist. Weil für mich war das einfach so, es ist nicht so, dass ich irgendwas erreicht hätte, aber ich habe irgendwann zu Gott gebetet und gesagt, du, ich habe ihm jetzt alles gesagt, was ich erlebt habe, was ich einfach sagen kann und jetzt musst du sich ihm zeigen, jetzt muss er selber Erfahrungen machen mit dir und dann ist es einfach so Gänsehaut gewesen für mich, dass er dann auch glauben konnte, weil dieses Erlebnis hat in ihm dieses ausgelöst, dass er dann halt auch einfach wirklich glauben konnte. Wie würdest du dann den Glauben von Philipp beschreiben? Ein Glauben, der Berge versetzt. Ich weiß nicht. Unerschütterlich. Unerschütterlicher Glaube, ja. Aber kam das von jetzt auf gleich oder hat sich das entwickelt? Nee, das kam nicht von jetzt auf gleich. Also das hat sich auf jeden Fall entwickelt und er musste auch da seine Erfahrungen sammeln oder auch Gott hat sich ihm dann halt auch einfach gezeigt als der Gott, dem man vertrauen kann und der auch wirklich zu seinen Versprechen steht. Also ja, eine Beziehung muss sich ja aufbauen. Und genauso ist es mit Gott. Und irgendwann vertraut man ihm dann so sehr und man kann ihm vertrauen dann, weil man es einfach spürt, weil man, ja. Aber war dann der Glaube für Philipp plötzlich easy oder hat er auch nochmal Zweifel gehabt und du hattest das Gefühl, er hinterfragt nochmal alles? Ja, also da gab es diese eine Situation, das war auch für mich so furchtbar. Seine Schwester ist ja abgestürzt und das war einfach so krass, weil das 2 Tage, glaube ich, nachdem er sich für Gott entschieden hatte. Also, weil da hatten wir zusammen auch einfach so ein krasses Erlebnis. Also ich war tatsächlich auf einer Hochzeit, die Hochzeit von meiner besten Freundin. Und dann bekomme ich einen Anruf und Philipp sagt mir einfach, dass seine Schwester abgestürzt ist. Und ich habe noch gefragt, wie abgestürzt. Also ich habe es nicht verstanden. Und er meinte, ja, mit einem Ultraleichtflugzeug. Und ich dachte ehrlich in dem Moment, ich bin auf die Toilette gegangen und ich habe einfach nur gesagt, Gott, was soll das?
Ich war einfach perplex. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Philipp hat sich vor zwei Tagen für dich entschieden und jetzt stürzt seine Schwester ab. Also ich wusste selbst nicht, was ich denken soll, was ich ihm sagen soll. Bin dann irgendwann wieder zurückgelaufen in den Raum und sobald ich mich an den Tisch gesetzt habe, kam auf einmal der Song Blessings von Laura Story. Ganz kurz, nur ein paar Sekunden, aber ich dachte, ich bin im falschen Film, weil das einfach kein Hochzeitslied ist oder so. Also im Gegenteil, es ist eher so ein trauriges Lied oder von der Melodie halt ein bisschen traurig. Also das war wahrscheinlich ein Fehler oder so in der Playlist und dann kam halt wieder Hochzeitsmusik. Und dann wirklich eine Minute später oder so kommt der Song wieder. Gerade wo ich mich gefragt habe, ist das jetzt alles ein Zufall oder was soll denn das jetzt? Es ist wirklich so, als ob Gott meine Gedanken gelesen hat oder so. Und dann kam dieses Lied einfach wieder. Und dann sagte ich noch zu meiner Schwester so, hörst du das auch? Und die so, ja, das ist Blessings. Ich so, das ist doch komisch auf einer Hochzeit, so ein Lied. Das war wahrscheinlich ein Fehler, aber für mich, für uns war das voll dieses Zeichen von Gottes Gegenwart. Also das war ein Zeichen einfach, dass Gott da ist. Du hast gesagt, dieses Lied hat dich und Philipp mit ganz vielen Sachen irgendwie verbunden. Ja. Von Laura Story. Magst du mir den Hintergrund trotzdem noch kurz erläutern? Also das war so, dass ich, als ich in Amerika war, eine Au-pair-Freundin hatte, die bei Laura Story Au-pair war. Ich war tatsächlich mit ihr unterwegs und während der Fahrt saß ich hinten im Auto und da gab es ein Buch. Da stand, when God doesn't fix it, also wenn Gott es nicht in Ordnung bringt. Genau, ja. Fand ich interessant, habe ich mitgenommen. Also ja, natürlich erstmal gefragt, aber genau. Sie hat gesagt, you can keep it, so genau, it's a present. Genau so, ja. Und dann habe ich es mitgenommen und irgendwann dann auch angefangen zu lesen. Und in dem Buch schreibt Laura Story über ihren Mann, der selbst einen Hirntumor erlitten hatte und quasi wie sie mit diesem unerfüllten Wunsch von einer glücklichen Ehe und Familie halt weiterleben konnte und wo dann halt auch ja dieses Lied auch drin steht. Und dann gab es diesen Tag, wo Philipp mit ein paar anderen noch zufällig bei uns zu Hause waren. Und ich habe dann gedacht, das passt richtig gut zu Philipps Situation und habe es ihm dann mitgegeben. Und ausgerechnet von dieser Laura-Story lief jetzt dieser Song. Genau, das war dann der Song, der auch in dem Buch beschrieben wurde und auch erklärt wurde, was genau sie mit diesem Lied meinte. Und das war auch nochmal gut, dass es nochmal gespielt hat, weil dann konnte ich es Philipp aufnehmen. Dann habe ich es Philipp aufgenommen und habe es ihm erzählt. Und dieser Moment ist irgendwie für uns so ein krasser Moment, wo wir irgendwie gemerkt haben, Gott ist da. Es passiert was Unheimliches. Wir können es nicht verstehen. Es ist furchtbar. Aber irgendwie haben wir so gemerkt, Gott ist trotzdem da, weil das ist kein Zufall. Das kann kein Zufall sein. Und ja. Das fand ich persönlich jetzt auch wieder voll krass, als jetzt gerade die Premiere von Philipp war, dass dann in der Nacht der Premiere Polarlichter in Deutschland waren und dann eine Woche später in der Nacht der Schweizer Premiere in der Schweiz Polarlichter waren und wo du wirklich so... Gänsehaut. Ja, genau, wo du so wirklich so viele Zufälle halt hast, die so abgefahren unwahrscheinlich sind, ja. Wo man trotzdem irgendwie merkt, so der kleine Wink vom Himmel. Also ich denke mal, dass Gott auch solche Situationen benutzen kann. Und das ist, was Philipp im Nachhinein auch immer gesagt hat, dass Gott schon seinen Sinn hat so mit dem, was er zulässt. Und Philipp sagt ja selber, dass gerade durch diese schwere Zeit er einfach Gott so viel näher gekommen ist und Gott nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erlebt hat. Und ja, darum geht es in diesem Lied, dass Leid auch versteckte Segnungen beinhalten kann. Würdest du sagen, Philipp konnte dann sein Leid als eine versteckte Segnung? Ja, auf jeden Fall. Also anfangs bestimmt nicht. Anfangs war das auch schwierig, hatte er auch seine Zweifel damit, aber zumindest später dann dem Ende zu, war das auch das, was er gesagt hatte auch, dass es sich auch im Endeffekt lohnt, weil dadurch irgendwie was Gutes rauskommt und dadurch er selber, es hat ja gesagt, das Wichtigste für ihn ist, seelisch gesund zu werden und das hatte er und er hatte ja auch keine Angst von dem, was irgendwie passiert ist oder... So eine seelische Gesundheit hast du ja auch mit Gott erlebt. Ja, auf jeden Fall. Also ich wüsste gar nicht, damals zu der Zeit wüsste ich gar nicht, wie ich da rauskommen sollte. Also gerade wenn man so negative Gedanken hat und da einfach in diesen Teufelskreis gefangen ist. Und ich glaube, da kann einem doch Gott helfen. Also. Aber auch gleichzeitig so diese ganze Thematik, wie ist Philipp mit seinem Glauben und dem Leid in Kombination mit umgegangen, ist ja auch so eine zentrale Storyline in dem Film. Und da gibt es ganz viele Stellen und Antworten,
auch von ihm selber damit dazu. Also deswegen können wir nur jedem empfehlen, euch den Film anzuschauen. Lohnt sich sehr. Jetzt würde ich dich gerne noch zum Abschluss fragen, was du Leuten empfehlen würdest, die sagen, okay, ich höre das von Naoya und ich höre das auch von Philipp, die so Gott erleben, aber ich habe schon mal eine gewisse Offenheit gehabt, da kam jetzt nichts. Was soll ich machen? Was soll ich noch probieren? Gibt es da Hoffnung für mich? Ja, es gibt auf jeden Fall Hoffnung. Ich denke, dass jeder Mensch auf jeden Fall Gott erkennen kann und Gott erleben kann. Philipp hat es auch immer so gesagt, Gott ist nicht wie so ein Wunschautomat. Es ist nicht so, dass man auf einen Knopf drückt und dann kommt genau das, was... Also Gott ist halt einfach so viel mehr und so viel größer. Und vielleicht ist es oft so, dass er eine Sache nicht direkt macht oder erfüllt, aber es ist immer so, dass er gut ist. Trotzdem hat er einen Sinn und einen Zweck, auch wenn wir ihn vielleicht manchmal nicht verstehen. Und dadurch arbeitet er oft an unserem Herzen zum Beispiel. Ich glaube einfach, dass wenn man offen ist für Gott und das ihm auch so sagt, dass er sich einem zeigen wird. Also Gott ist kein Wunschautomat, aber trotzdem, wenn ich mich an ihn wende, kommt auch was zurück. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Coole. Also es kommt vielleicht nicht das zurück, was man erwartet, aber es ist immer gut. Also im Endeffekt ist es immer gut. Was mich auch an dieser ganzen Geschichte von dir mit beeindruckt, ist, wie bedeutungsvoll auch selbst eine einzige Beziehung ist. Man denkt sich ja so, in eine Person investiere ich mich jetzt voll und verbringe viel Zeit mit der. Und daraus kann manchmal eine Sache werden, mit der man gar nicht gerechnet hat, dass jetzt ein Kinofilm läuft. Und letztendlich, ohne eine Oja in deinem Leben, wäre das Ganze wahrscheinlich nie passiert. Also Gott kann jeden auf jeden Fall dafür gebrauchen. Er hat halt jetzt mich genommen so dafür, aber jeder kann so eine oder noch eine krassere Story schreiben. Also das heißt, man braucht gar keine eigene krasse Story, man darf auch einfach ganz normal sein. Ja, genau. Ja. Wie geht jetzt gerade dein normales Leben weiter? Ich fahre jetzt wieder zurück zu meinem Mann nach Ludwigsburg. Wir haben noch ziemlich einiges vor so dieses Jahr. Wir wollen auch bald fliegen gehen mit einem Kumpel. Wieder nach Amerika? Nein, vielleicht gehen wir mal zusammen nach Amerika, aber das ist einfach so ein Hobby von meinem Mann und genau. Vielen Dank, Ulia. Auch euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, damit ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vor allem, wenn ihr den Film von Philipp noch nicht gesehen habt, jetzt solange er im Kino läuft, guckt ihn euch unbedingt an. Ist wahnsinnig empfehlenswert. Von uns war's das jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.